Okay, so, wir sind im Innenhof. Da wollen wir mal. Arme Asposa, was Sie wohl gedacht haben im letzten Moment? Ich lasse es lieber. Wenn ich sie kaputt mache, ist das wie Körperverletzung. Das ist nicht nur wie Körperverletzung, das ist Körperverletzung. Hi, Michel. Ach, ein schönes Beet voller Nektarinen. Man sagt, in ihrem Saft kann man sich selbst sehen. Ich weiß aber nicht, ob das nur eine Metapher ist oder einfach stimmt. Hey, was machst du da? Gar nichts. Nichts. Das will ich auch hoffen. Ich hab die Nektarine leider... Leider nicht. Hier haben wir noch ein Schild, eine große Tür, ein Springseil, goldener Teppich, Pilze. Die Dynastieruine. Okay. Springseil. Sieht Nein, aus das wie ein sind Springseil. Nektarinen. Da, mit I. Nektarinen. Hey, was machst du da? Gar nichts. Nichts. Das will ich auch hoffen. Ja, aber ich darf doch wohl Müll aufheben oder was? Na gut, dann nicht. Das sind Pilze, die taub machen, wenn man sie sich in die Ohren steckt. Aber die darf ich... Okay. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja und nein. Also... Hey, was machst du da? Nichts. Gar nichts. Das will ich auch hoffen. Ich guck mir erstmal noch das an. Man erkennt unter all dem Rost kaum noch den Schild. Irgendwer sollte hier dringend mal putzen. Ich muss das wahrscheinlich putzen, damit er sich hier sieht, ne? Hey, Laura! Okay. Laura, ich würde mich gerne in der Ruine umsehen. Kannst du Steve ablenken? Ich meine Pete, du weißt schon. Na fein, ich versuch's. Hallo, kann ich mit Ihnen reden? Ah, es geht bestimmt um die Kekse, oder? Naja, eigentlich... Die Geschichte der... Danke, es reicht. Ach so, oh, sorry. Ich okay, wollte ihn nach gut. dem zweiten Wort schon umbringen. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre... Ja, hey, ist okay. Laura. Okay, gut. Steve, Pete? Laura? Ja? Kann es sein, dass dieser Steve ein wenig, ja... Ein wenig vollkommen durchgeknallt? Denkst du? Also, wäre sie pink gewesen, hätte ich gesagt, der Müllverkäufer vom Anfang. Diese Leute haben ja alle solche Nasen wie ich. Ich habe vorher noch nie solche Asposa gesehen. Ich frage mich, was die Conroy getan haben, dass er ihnen die Basilen auf den Hals gehetzt hat. Glaubst du, ich gehöre hierher? Ja. Du hast auf jeden Fall viel Platz für dich alleine. Ich habe bei diesen Versteinerten ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich glaube, das liegt daran, dass du einer von ihnen bist. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, Conroy schuldet dir mehr, als du wahrscheinlich ahnst. Vermutlich, ja. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Das sieht so ausgegraut aus. Nicht geöffnet. Ne, deswegen, aber nee, hat Hast schon, du das haben wir schon. Wie die Pforte aufgegangen ist, als ich auf meiner Nase gespielt habe? Ja, das war super. Ich kann dasselbe, aber mit einer Brechstange und einer Ladung Sprengstoff. Ich würde es ja versuchen, aber ich weiß, dass Steve es nicht mag. Ich habe sowas noch nie gesehen. Beeindruckt? Du bist wirklich was Besonderes, Flötennase. Oh. Oh. Okay, ich kann nur leider mit meiner Nase nicht spielen, ne? Das mag er nicht. Innenhof, okay. Was war das hier früher? Was heißt hier früher? Das ist immer noch der Innenhof zur Windkapelle. Das heißt, das hinten ist die Windkapelle. Ja. Aber er bleibt eine Flötennase. Aber er kann sie jederzeit mit Musik versorgen. Seid ihr oft hier drinnen? Nein. Wenn ich hier bin, werde ich immer traurig. Warum? Ich weiß es nicht. Ja, vermutlich, weil Pete ihm fehlt, ne? Verschlossen? Das war kurz bevor ich hier angefangen habe. Und ihr habt die Tür noch nie geöffnet? Nein. Es kam ja noch nie jemand mit dem goldenen Ausweis. War hier überhaupt schon mal jemand? Ja, ich weiß auch, wie wir den goldenen Ausweis kriegen. Pete hat erzählt, dass hier früher mal richtig viel los war, als die Familie hier noch gelebt hat.
Sieht stabil aus, ja? Diese Tür wurde von Sedua, dem Stabilen, erbaut. Genauso wie dieses Fenster da hinten. Da ist doch gar kein Fenster. Da war aber mal eins. Bis es zusammengestürzt ist. Ja, wow. Aber dann ist da jetzt auch kein Fenster mehr. Pete? Na, ich gehe davon aus, dass er während meiner Abwesenheit den Empfang verwaltet. Stimmt. Könnten ja jeden Moment neue Besucher kommen. Könnt ihr Pete nicht herholen? Aber wozu denn? Wir unterhalten uns gerade so nett. Und seine Anwesenheit bedeutet nur, dass es laut wird. Ja, aber vielleicht mag ich es ja laut. Ah, ihr wollt zurück? Folgen Sie mir. Wir wissen, wo es lang geht. Das ist nicht der Punkt. Laura, er will nicht, dass wir hier allein herumlaufen. Okay, meine Güte, Steve, damit du dir nicht vollkommen überflüssig vorkommst. Bitte geleite uns hinaus. Sehr gerne. Bitte geleite uns hinaus. So, jetzt können wir hier das Hudelnolz aufnehmen. Das ist schwer. Die perfekte Kombination aus Küchenutensil und Waffe. Geht das denn? Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Ja, ist okay. Weil mehr haben wir hier nicht. Ich meine, ja, wir haben noch den Schlüssel, die Kochkäfer und alles. Auch Zutaten. Ich gehe erstmal raus. Weil ich weiß, diese Dinger. Phosphor mit Farbmotten. Diese Dinger brauche ich. So, oder? Ja. Nein, jetzt nicht die Zeit, um rumzualbern. Vielleicht jetzt einfach so? Ja, dann könnte ich... Nee, ich glaube, ich brauche... Klöppelin mit dem Nudelholz. Nee, das geht leider nicht. Kann ich hier vielleicht mit dem Nudelholz gegenhauen? Jetzt sind sie grün. Kann ich die... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich weiß, was ich brauche. Reicht denn die unterste? Reichen die beiden aus, dass ich da rankomme irgendwie? Wartet mal. Ich glaube nicht, nein. Nein. Ich muss hier rauf. Okay, dann müssen wir es so machen. Dann muss ich den durchschlagen. Dann muss ich wieder runter. Muss den durchschlagen. Geht dann wieder raus und kann dann auf der anderen Seite mit dem Dings gegenklöppeln? Oder kann ich hier oben irgendwas machen? Ich traue mich nicht so weit zu springen. Hier geht es mindestens einen Meter in den Abgrund. Ja, ist okay. Wir müssen es also so machen. Gegenhauen. Darauf. Gegenhauen. Wieder runter. Gegenhauen. Und jetzt können wir von der anderen Seite ran. Können hier rauf. Hopp. 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 Kann dann. Zum Symbol? Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich kann von hier aus in den Empfang reinschauen. Steve fragt sich bestimmt, was ich hier mache. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, eigentlich schon. Nein, wenn ich es in meine Tasche stecke, geht das Licht aus. Aber was muss ich hier oben tun? Ich kann fast drüber schauen. Was muss ich hier oben tun?
kann ich hier überhaupt schon was tun, ist natürlich die Frage, ne? Okay, reden wir nochmal mit Steve. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, wir wollten wegen nämlich noch weiterreden. Goldenen Tickets. Damit könnten wir also in die Windkapelle. Genau. Und wenn wir einfach so reingehen? Ich bin der Einzige, der den geheimen Schlüssel hat, um den Saal zu öffnen. Du meinst den vor dir auf der Theke? Ja, es steht sogar auf der Schatulle. Geheimer... Ohne die goldenen Ausweise lasse ich euch nicht rein. Habt ihr die goldenen Ausweise? Nein. Noch nicht, ne. Dann lasse ich euch nicht rein. Wenn wir also diese goldenen Ausweise hätten... Oh, ihr habt also die goldenen Ausweise. Nein! Ja. Aber Laura, das stimmt doch gar nicht. Psst. Dürfte ich die Ausweise... Ich habe sie zu Hause vergessen. Woher sollte ich dann... Okay, wir haben gelogen. Es tut uns leid. Wir wollten doch nur unbedingt in die Kapelle. Es tut mir so leid. Ach, Robert! Oh, du bist echt anständig, was? Zutritt verweigert! Wir haben sie doch? Ihr bleibt draußen! Wir haben sie doch? Was ist das für ein Lied? Ach, es ist so alt, dass ich es über die Jahre fast vergessen hätte. Ich weiß leider nur noch, wie es anfängt. Singen verboten! Ach, Steve, du alte Spaßbremse. Ich habe den Rest eh vergessen. Also hey, ich... Junge, mir fällt der andere Teil bestimmt wieder ein, wenn ich hier mal rauskomme. Ja. Hier rauskommen? Aber... Da müssen sie erst rausfinden, wie ich das mache. Aber ich kann sich also ganze zwei Minuten merken. Seit 14 Jahren hänge ich in dieser Backstube fest. 15! Ich weiß noch, was ich dafür tun muss. Ich weiß nur nicht, wie ich zu dem Ergebnis komme. Da sind Backzutaten. Hey, Laura. Schau nur, die Pforte ist geöffnet. Heißt das, du verlässt mich jetzt? Schrofeline. Robert, kommst du jetzt? Es ist wegen ihr, oder? Schrofeline, das mit uns würde nie funktionieren. Ich meine, du bist ein Schrof und ich bin... Die Flötennase. Und das hier ist albern. Sagt mir leider auch nicht mehr. Ja, gut. Da ist ein Ast. Rezept für Weichkekse. Eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl... Und eine Portion Schokosplitter. Warum sollte ich das tun? Besser nicht. Auch Zeldas Wiegenlied spielen. Ja, mit nur 4 Noten wahrscheinlich. Bisschen schwer, ne? Nein, vielen Dank. Ich darf keine Geschenke von Gästen entgegennehmen. Nein, vielen Dank, ich darf keine Geschenke... Ja, ist ja in Ordnung. Da wohnt Piet drin. Den nehme ich nicht mit. Hallo, ihr Kochkäfer. Lass sie, die kühlen sich gerade ab. Darf ich den Ofen... Nein, dachte ich mir schon. Okay, Poster. Darf ich das Plakat da... Nein. Nicht anfassen! Wie bringt man Kochkäfer zum Glühen? Man beleidige sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Anfängern wird geraten, härtere Schimpfwörter zu vermeiden. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Er wird... Ah, warte, jetzt ist er nicht mitgekommen. Steve wird nicht merken, wenn ein paar fehlen. Er merkt ja nicht mal, dass er seit Jahrzehnten mit sich selbst redet. Ja, denn ist es in Ordnung. Dann kann ich ja alles. Ja, okay, gut. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass er nicht mitkommt. Dann kann ich jetzt mein goldenes Ticket bekommen. Dann ist es jetzt gar kein Problem. Weil die Bastelei werde ich brauchen. Wir brauchen auch noch sowas wie Kristallzucker. Jetzt kann ich mir bestimmt auch hier was vom Teppich nehmen. Kann mit dem Teppich das Schild sauber machen. Nein, ich möchte diesen hübschen Teppich nicht ruinieren. Ja, aber... Goldener Teppich. Warum sollte ich das tun? I don't know. Doch, ja, nee, halt, ich weiß warum, ich weiß warum, ich weiß warum. Ich weiß warum. Wir legen, weil die Farbmotten... Guckt mal. Farbmotten. Sie versuchen sich zu verstecken, indem sie sich an den Hintergrund anpassen. Und genau das tun wir jetzt. Sie verfärben alles. Was hast du nicht? Wenn Menschen, Tiere und Gegenstände netter zu mir wären, würde ich sie auch nicht hassen. Wenn du netter wärst, würden Menschen auch netter zu dir sein. Wir machen jetzt den goldenen Teppich hier drüber. Legen unsere... Das war doch jetzt gerade. Okay, nein, dann andersrum. Da muss ich jetzt dahin gehen. Guck mal, dann gehen die Motten dahin, sind gülden. Wir gehen von oben. Gut, dass wir schon alles vorbereitet haben. Wir gehen nach oben und lassen unsere selbstgebaute Motte runterhängen. Und dann haben wir die goldenen Tickets. Ja, verdammt. Das scheint sie noch nicht zu überzeugen. Okay, dann fehlen, glaube ich, die Dings noch, ne? Die Fühler. Ich lasse meine Motte auch immer hängen. Ich frag gar nicht weiter nach. Ich meine... Hilft mir nix. Diese Ruine sieht imposant aus. Wie schön muss es hier früher gewesen sein? Den kann ich nicht mitnehmen. Der ist völlig verrostet. Soll ich den Rost glatt rollen? Ja. Was würde das bringen? Keine Ahnung. Was weiß ich? Der Schild würde nur noch rostiger werden. Hey, Laura! Der hat doch nichts mehr zu sagen. Sie ist fest verschlossen. Und Steve hat einen Schlüssel auf seiner Theke. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzuarbeiten. Das wird nicht klappen. Kann ich leider nicht. Das kann ich leider nicht. Das geht leider nicht. Weil es sind so eine... Ja, I don't know. Pilze, die dich taub machen? Können wir nicht auch ohne die goldenen Ausweise in die Windkapelle? Wenn ich jetzt bei Ihnen eine Ausnahme mache, dann will jeder einfach so rein. Hier ist doch niemand. Es könnte jeden Moment jemand kommen. Ein schönes Lied. Ja, nicht wahr? Das ist meine letzte Abmahnung. Was willst du machen? Eine Beschwerde einreichen?
Ich mache meine Drohung wahr und gründe einen Betriebs... Ich stecke schon zu lang in diesem staubigen Spiegel. Komm, Junge, hol mich hier raus. Dann fällt mir bestimmt auch der Rest von dem Lied wieder ein. Danke für die Information. Aber wie? Na, dafür bin ich doch da. Die Mauersteine, wir haben das Phosphos, die Skizze. Okay. Mit den Nudelholz auf den Spiegel. Ich glaube, das lässt Steve nicht zu. Schruffelina, hast du noch was zu sagen? Was? Nee, hast du nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Gar nichts mehr. Nur die Mauersteine, die Überreste. Von der Motte lassen sie sich aber noch nicht beeindrucken. Naja, dann könnt... Die armen Nektarinen haben... Das war doch... Das wird nicht... Das könnte... Ich glaube nicht. Geht da, warte mal. Geht das vielleicht? Mit der Conroy-Handpuppe den Rost abmachen? Wahrscheinlich nicht. Aber man muss es ja versuchen, ne? Naja, dann könnte ich. Obwohl. Nein. Viel Spaß beim Lakenpaxtei. Ja, was mache ich denn dann? Warum sollte ich das tun? Ich weiß es nicht, Robert!